Herzlich willkommen, liebe Spittelmeer-Freaks. Ich werde heute den zweiten Teil zum Swordman bringen, zum Edwin 2.1, zum neuen Spittelmeer von Swordman. Und wir steigen heute mal ein bisschen tiefer in die Technik rein. Und wenn das Wetter so weiter mitspielt, werden wir noch mal kurz anmähen. Was wirklich echt cool ist und was ich wirklich einen tollen Service finde. Ich habe ja gedacht, man braucht zwei Flaschen Öl für den Motor. 400 Milliliter pro Flasche. Völliger Quatsch. Man braucht nur 400 Milliliter für den Motor. Aber Swordman sagt, dass man nach 8 Betriebsstunden, also 8 Stunden mähen, das heißt, ne, 8 mal mähen ungefähr, nach 8 Stunden bereits das Öl wechseln soll. Und deswegen ist die zweite Flasche dabei, deswegen ist auch diese Spritze dabei, um das Öl wieder aus dem Motor rauszusaugen. Eine sehr, sehr tolle Sache, finde ich. Ein toller Service. Gleich zweimal Öl mitgeliefert, nach 8 Stunden das erste Mal wechseln, damit der Motor richtig, richtig gut dann und lange läuft. Cooles Teil. Zum Messen nur reinstecken und dann hier ablesen. So, sehr schön. Gut, 400 Milliliter. Mit Druck die Flasche öffnen. 400 Milliliter sollte genau passen. Und dann ging es schief. Ja, genau hier. Gleich das Öl erstmal schön verteilen. Das sieht noch ganz gut aus. Lappen. Je größer das Trichterloch, desto schneller läuft. Also wenn man das vergisst, das Öl in diesen Motor einzufüllen, ist vorbei. Kann man gleich den Motor neu kaufen. Oh, läuft das langsam. Nein! Los, lauf! Das Öl ist dick. Ist kalt. Das Mist. Das kann aber nicht wahr sein. Schluss! Zurück! So machen wir das nicht. Test Nummer 2, wir benutzen die Spritze. Da läuft überhaupt nichts durch diesen blöden Trichter, der ist viel zu klein. Oh ja, oh, das ist dickflüssig. Man soll das Öl nur bei warmem Motor rausziehen. Man sieht schon, was da passiert. Oh. So. Zack. Da rein. Das geht natürlich deutlich besser. Deutlich besser. Das war eine schlaue Idee. Zack. Und normal. Unbedingt diesen Behälter aufbewahren, um das Öl zu entsorgen. Ja, wunderbar. Hätte sie. Live. Das ist live. Das ist die wesentlich bessere Idee. Ja. Wer viel macht, macht Fehler. So, sehr schön. Oh. Er steht nicht ganz gerade. Das müssen wir mal machen, wenn er ganz gerade steht, aber
Erst an der Oberkante Unterlippe, das sollte reichen. Ja, sehr gut. So. Ja, also ist voll. Also 400 Milliliter ist mehr als ausreichend. Der ist ja schon mal gelaufen, der Motor. Insofern ist da wirklich jetzt genug Öl drin. Nicht zu fest anziehen. Ja, jetzt machen wir als nächstes, testen wir jetzt den Spindelschnitt. Dazu benutze ich immer ganz normales Druckerpapier, 80 Gramm Druckerpapier. Und hier gibt es einen tollen Trick dabei, nicht nur einfach solche Streifen machen, sondern die Streifen einmal knicken, also ein bisschen breitere Streifen schneiden und dann den Streifen einmal knicken. Dann sieht man nämlich sehr schön, wenn er beide Seiten durchschneidet, dann ist er schon sehr relativ eng eingestellt. Wenn er nur eine Seite durchschneidet, dann ist er grenzwertig, dann kann man ihn vielleicht noch ein ganz bisschen nachstellen. Jetzt schauen wir mal, wie dieser Mäher eingestellt bei mir angekommen ist. Jetzt Mitte. Cool. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Papier. Die Spindel ist tatsächlich wirklich gut eingestellt. Schneidet wunderbar. Man braucht nichts zu machen. Wunderbar. Traumhaft. Fantastisch. Also die Spindel ist spitzenmäßig eingestellt. So, das Werkzeug liefert Swordman mit. Ja, nur wieder runterschmeißen. Das tut gut. Drei verschiedene Imbusschlüssel. Fünf. Ist das hier 4 und wahrscheinlich 3 mm und ein 8er und 10er Schlüssel. Und mit dem Schlüssel kann man dann, wenn man muss, die Spindel nachstellen. Das ist hier die Einstellschraube für das Untermesser und hiermit kann man das Untermesser an die Spindel herandrehen oder von der Spindel wegziehen, je nachdem wie halt die Schnittqualität ist. Und dazu ist dieser Schlüssel da. Man muss ein bisschen aufpassen mit dieser Spindeleinstellung. Wenn das Untermesser zu stark an die Spindel herangeschraubt wird, dann wird es sehr laut und dann geht auch sehr schnell die Spindel und das Untermesser kaputt. Also die ideale Einstellung ist so ein ganz, ganz, ganz kleiner Abstand zwischen Messer und Untermesser. Möglichst sollte die Spindel das Untermesser nicht berühren. Jetzt gucken wir zum Schluss nochmal unter den Deckel und dann gucken wir nochmal auf die Höheneinstellung und dann können wir, glaube ich, schon loslegen. Also das finde ich auch wirklich mega, mega cool. Dieser Deckel hier wird mit Magneten gehalten. Das ist eine wirklich coole Idee. Das hat mich schon bei dem Swordman Elektra so begeistert. Man braucht also einfach nur diesen Deckel ein bisschen nehmen, vorsichtig ein bisschen ankippen. Geht natürlich so nicht. Ankippen, zack und abnehmen. Keine Schrauben, kein nichts. Einfach runter, hier sind Magnete drauf. Fantastisch. Und hier drunter sieht man die Mechanik. Hier kommt die Antriebswelle an vom Motor. Und hiermit spannt man den einen Keilriemen für den Walzenantrieb. Und mit dem zweiten Hebel spannt man den zweiten Keilriemen für den Spindelantrieb. Und dazu sind halt die beiden Hebel oben da. Also Walzenantrieb, Spindelantrieb. Alles schöne Drehteile. Bisschen filigran alles, aber sieht schick aus. Cool. So, wieder rauf. Bisschen gucken, dass er richtig sitzt, dass er richtig rüber gerutscht ist. Da ist jetzt die Höhenanstellung und das ist hier so ein Fahrrad-Schnellspanner. Echt cool gemacht. Hier der Strich soll die Position des Hebels hier markieren. Wenn man jetzt hier die Schnitthöhe einstellen will, muss man unbedingt auf der anderen Seite erst die Schraube lösen. Ihr seht drüben diese kleine Schraube und wenn die gelöst ist, dann könnt ihr hier den Hebel lösen und die Schnitthöhe verstellen. Habe ich natürlich gleich beim ersten Mal falsch gemacht. Habe mich gewundert, warum der Hebel sich nicht bewegt. Also drüben lösen, dann hier lösen und dann hier verstellen. So Freaks, jetzt kann man lösen und dann kann man den Mäher hoch und runter stellen. Cool, ne? Zack. Da ist er jetzt auf 5. Mach ich mal auf 25. 25. So.
festziehen, jetzt drüben wieder festziehen. So, liebe Rasenfreaks, das letzte coole Feature, was ich euch heute noch zeigen möchte, ist hier diese kleine Einstellung. Das Ding hier, das ist ein Draht. Hinten gibt es diesen Draht auch, vorne und hinten. Auch als Zubehör zu kriegen, ein Draht, der dafür sorgt, dass die Walze nicht so stark mit Erde oder mit Grasschnitt beklebt wird. Dieser Draht, der läuft hier direkt hinten an der Walze entlang und streift den Dreck von der Walze runter, vorne und hinten. Ich zeige das auch hinten. Das ist der hintere Draht, der dafür sorgt, dass diese hintere Walze auch nicht zu stark bedreckt wird. So, liebe Spittelmeer-Freaks, soweit erstmal zur Technik. Ich halte es jetzt nicht mehr aus. Wir müssen, das sollte man nicht machen. Wir fahren mal eine Runde rüber. Okay? Ja. Oh. Sehr gut. Okay. Der Meer läuft super, wirklich schön leise. Es riecht schon wieder nach gemähtem Gras. Und jetzt kommt noch die Sonne durch. Yes! Ich hoffe also, ihr versteht mich. Erst einmal mit Fangkorb gemäht. Gut, wenn ihr den Meer kaufen wollt, dann könnt ihr meinen Gutscheincode benutzen. Rasenfreak 2020 auf der Homepage von Sportman. Könnt ihr eingeben, dann kriegt ihr eine Vertikutierkassette kostenlos dazu. Cooler Deal hier von Sportman. Also nicht nur ich habe was davon, auch ihr habt was davon. Super. Und guckt gerne auch mal bei Facebook, da könnt ihr noch ein Gewinnspiel machen. Bis Ende des Monats, glaube ich, da könnt ihr noch so ein Meer gewinnen. Okay, ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Euer Rasenfreak. Tschüss.